einer weiteren Folge. Und auch auf dem Bauernhof. Der Hochrater war ja schnell. Hallo. 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 Hi. Das ist dieses Ding hier. Ja. Ah ja. Okay. Gut. Also das soll da bleiben. Der Wender kann wahrscheinlich weg. Ich weiß gar nicht, wo der sein ganzes Zeug hingestellt hat. Hier ist noch ein Anhänger und hier ist ein Drescher. Anhänger und sein Traktor? Der ist da hinten beim Porsche. Da wäre nur noch ein Düngerstreuer, der nach unten gebracht wird. Okay. Dann würde ich gucken, dass ich den Wender und so, die kleinen Sachen, dass ich die bei mir dranhänge. Und ich nehme erstmal den Drescher mit runter und dann hole ich meinen Träger mit hoch. Ja, da kann ich da mitfahren. Da können Sie mitfahren, ja. Wir sind ja du. Ja, du. Gott. Aber warte mal, hat er nicht unten im Haus noch was drin stehen? Mal runterlaufen. Nee, da steht nichts. Hier vielleicht. Ah, hier steht noch eine Sämaschine. Und da oben steht noch ein Milch. Tank und ja, Mähwerke. Mhm. Okay. Aber dann nehme ich, warte mal, dann nehme ich gleich seinen Traktor, weil dann da passt mehr Zeug dran. Jo. Muss ich nämlich auch nicht. Dann fahre ich mit dem Seil ein paar Mal hin und her. Dann muss ich nicht so oft. Muss man nicht so oft fahren. Oh, der geht aber ab hier, hey. Uiuiui. Bist ja schneller wie die Polizei erlaubt. Der hier. Der fährt 60! Da gehst du ja durch die Wand, ey. Da musst du ja richtig auf Zack sein, dass du mit dem nirgends hängen bleibst. Aber gute Bremsen hat er auch. Das passt. War knapp, aber müsste passen, oder? Hochrater, alles gut? Hochrater. Ja. Alles gut. Den Umständen entsprechend. Der ist so schnell, das glauben sie gar nicht. Der fährt 60. 64. Oi, oi, oi.
Gerade habe ich noch gesagt, die Bremsen sind gut, aber irgendwie. Aber das riecht man einfach und dann merkt es schon keiner. Der hier kommt ja sowieso weg. Da jetzt 1000 mehr oder weniger bei rumkommen, ist ja egal. Ja, ist nicht unser Geld. Nö, also machen wir weiter. Ja. Vielleicht muss ich ein bisschen vorsichtiger fahren. Zumindest nachher, wenn ich wieder runterfahre. Weil dann kommt er mir ja wieder entgegen irgendwo. Der baut denn auch einen Traktor mit 64 km/h? Das gibt's ja nicht. Schneller wie mein Auto fast. Vorne dran. Ich glaube, da geht der. Banner, heißt das? Nee, ist das nicht. Der Schwader geht, glaube ich. Der Winder geht, glaube ich, vorne dran. Das müssen wir noch mal ein bisschen üben. Deshalb fahren wir ja fremde Fahrzeuge. Dann können wir. Das gibt's doch nicht. Dann hänge ich den Anhänger 1000 an. Ach Mensch. Hallo. Hallo? Ja, wer ist da? Ist nochmal der Sohn vom Siggi. Ah ja, guten Tag. Hallo, haben Sie immer noch da den Bauernhof? Ja, den Reiterhof meinen Sie? Ja. Ja, aber lohnt sich nicht. Nicht? Nee, gar nicht. Hätten Sie vielleicht Lust, mit nach Russland zu kommen? Ich habe mir in Russland einen Bauernhof gekauft. Waren Sie vor Ort? Vor Ort war ich noch nicht. Also doch, schon mal kurz. Ich habe mir den Hof angeguckt. Da bin ich jedoch mit dem Hubschrauber hingeflogen. Bin jedoch wieder in Deutschland. Ja, könnten wir mal machen. Also. Dadurch behalte ich auch die Fahrzeuge von meinem Vater. Denn ich will die weiterführen, die Fahrzeuge, dass ich eine kleine Erinnerung noch an meinen Vater habe. Die sind ja top in Schuss. Ja. Ja, der Hochrater hier, der Händler, hat Ja. auch gesagt, er hat keinen Bock mehr auf das, was hier so ist. Da habt ihr vielleicht Lust, beide mir auf dem Hof zu helfen? Mit mir den Hof zu leiten dort? Du, das könnten wir überlegen. Also, die Gegend hier, die ist riesig und alleine. Ach, die Felder sind halt riesig, wie man weiß. Und alleine die alle zu bewirtschaften, wird ein bisschen eng. Ja, das kriegt man hin. Also wie gesagt, der Hochrater, der Händler von hier, der hat auch überlegt, ob er, dass wir hier zusammenpacken und dann abhauen. Der wollte jetzt schon mit einem Ding sprechen, mit so einem Spediteur. Der kennt da wohl irgendeinen von, keine Ahnung, von Innsbruck oder so. Also ja, stimmt der Bodo. Ja, kann sein, dass es der Bruder ist. Ich kenne den nicht. Und dann, ja, telefonieren wir halt nächste Woche nochmal oder so. Okay, dann machen wir so. Gut. Oder wir Tschö. treffen uns dann irgendwo. Aber wir fahren Ja. jetzt erstmal ihre Sachen runter und Da danke ich Ihnen. Danke. bitte, Tschö. tschüss. Richtig Action hier, ey. Gut. Alles so richtig Vollgas in Aufbruchstimmung. Das gefällt mir. Mal was Neues anpacken.
Neues anpacken, neu starten. Mit ein paar Leuten, die wenigstens Ahnung haben, zusammen. Der fängt, der fährt gut. Der wackelt zwar ein bisschen, aber. Ich weiß gar nicht, was wir noch alles weg tun müssen. Ich glaube, das Fass hat er schon genommen. So viel Zeug hat er ja gar nicht hier gehabt. Mal gucken, da steht noch das Porschechen drin. Da steht noch das Bremus-Teil. Da steht doch irgendwo mein Traktor, oder? Da haben wir noch 2 Meter Platz. Ist alles leer. Ja, da muss der Schwader noch weg. Hä? So habe ich den aber nicht abgestellt hier. So, dann bin ich. Oh ja, wieder hier lang. Ey, kannst du nicht aufpassen? Nee, ist nicht so mein Ding. Ja, egal. Also, da den Schwader noch und den. Die komische Presse da. Kill die Dackel, ey. Da hat er aber kurz mal geschoben. Ich glaube, ich nehme den Dinger hier dann gleich mal und fahre noch zu mir rüber. Steht da, glaube ich, auch noch ein Wasserfass, oder? Ja, ich habe das alte Wasserfass gekauft, glaube ich. Alter, jetzt ist ja voll langsam. So, dann hole ich noch kurz meine Sachen drüben. Wobei, da brauche ich den Pickup wahrscheinlich. Oh, das ist eine Federung. Hatte ich nicht auch ein Mähwerk? Ah ne, das Mähwerk hatte ich ja gemietet, geliehen. Schade. Stimmt, den Pferdeanhänger habe ich noch. Ja, die Pferde, die gucke ich, dass ich die irgendwie verkauft bekomme. Das Wasserfass stand noch irgendwo rum, das weiß ich. Ah ja. Ich muss mit dem Neuro Hochrader noch quatschen. Wegen dem Angebot von dem Typi da. Ich weiß nicht mal, wie der heißt, ey. Und der will uns entführen nach Russland.
Eieiei. Also die Straßen, die werde ich definitiv nicht vergessen hier. Aber auch nicht vermissen. Da bist du durchgeschaukelt. Full Gas. Das klein. So, dann muss ich noch mal. Also warte mal. Vielleicht holt der. Warte mal, ich rufe den mal gerade an. Hallo? Ja, du, wo bist du gerade? Beim Sie hier oben. Ich habe jetzt soweit alles schon mal hergefahren. Aber ich sitze jetzt halt hier auf seinem Trecker und das bringt mir ja nichts. Hast du irgendeinen. Kannst du mich irgendwie mit hochnehmen? Muss er meinen Traktor noch holen? Ich komme gerade mal runter, weil ich mit meinem Dutch runterfahre. Dann kann ich dich gleich hochfahren. Oh, das passt. Gut, bis gleich. Bis gleich. Okay. Lass mich kurz rüberlaufen und mein Auto holen. Das müsste passen. Einmal querfeld ein, das machen wir sonst nicht so oft. So. Mein schönen Pickup hier. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit nach Russland, ey. Den brauchst du in Russland. Pferdeanhänger kann man verkaufen. Pferde in Russland ist, glaube ich, nicht so lukrativ. Ja, der ist so geländegängig, das ist richtig eine Pracht, den zu fahren. Alter, was ein Stuntfahrer, ey. Hochrater, alles gut? Ja. Ey, wo hast denn das geübt? In der Stuntschule. Ich stell gerade noch meinen Pickup rüber. Jo.
auf zwei Rädern um die Ecke eng. Ach, ich muss ja gar nicht lenken, Herr Hochreiter. Ich wollte lenken. Mensch, Mensch, Mensch. Das letzte Mal, als ich Beifahrer bin, habe ich fast gespuckt. War. Es war noch beim Gumpitsch, dass er sein Auto Ja, aufs Dach gelegt hat. der fährt aber auch. Ja, der war halt hier so richtig zu Hause. Dieser Sohn da von dem Alten, der hat nochmal angerufen. Okay. Der hat gefragt, ob wir mit nach Russland wollen. Der hätte sich da irgendwas gekauft. Okay. Ich kenn den Sohn von Sigi auch nicht, also ich kenne ihn nicht so gut. Ich auch nicht. Ich weiß auch noch nicht, ob man sich auf den verlassen kann und wie der so ist. Was fehlt denn jetzt noch? Die Primus muss noch runtergefahren werden Ja, das ist das Toraufnahme. Vergessen wir die dann. und der Porsche muss noch nach unten. Okay. Ja, das können wir ja dann die nächsten Tage noch machen. Ich habe mit dem vereinbart, dass wir uns irgendwann mal zusammensetzen oder uns treffen. Dann können wir ja irgendwie auf einen Kaffee grinsen oder so. Ja, falls es uns nicht da gefällt, können wir ja auch noch weiter. Ich kenne so ein Land, das heißt No Man's Land, also wirklich Niemandsland. Niemandsland. Da ist aber Ja. interessant. Aber je nachdem, wo der in Russland ist, dann ist das auch Niemandsland. Weißt du, wenn das so hinten draußen irgendwo in der Pampa Ja. ist. Ich weiß ja nicht. Deshalb, ich glaube, wir treffen uns mit dem mal, wir verabreden uns mit dem. Ich kenne ein gutes Café und dann quatschen wir mal. Gut. Aber ich würde sagen, für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut am Mittwoch wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.